So der klassische Stiefel, den halt immer angelst. So, drei Fische holen wir noch. Drei, die gehen noch. Die müssen noch sein. Na komm. Ja, sehr schön. Das war einer. Noch einer. Was ist ein Big Bad Fish? Na 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 Big Bad Fish. Okay. Bauer. Aha. Aha. Big Bad Fish tatsächlich. Okay. Zur Kenntnis genommen. So, und was waren das jetzt hier für Stiefel? Können wir auch mal eben schnell hier identifizieren. Was weg ist, ist weg. 255 Damage ist natürlich nicht wenig, aber ist trotzdem immer noch zu wenig. Die Stiefel sind auch Mist. Ja, und der Rest sowieso. Okay, kommt alles weg. Moment, ich muss mal einmal ganz kurz husten. So. Jetzt ist alles wieder okay. Die Welt ist in Ordnung. So, was macht das hier? Achso, das können wir eigentlich Katze geben oder sowas zum Verfüttern. Ne? Ist jetzt nichts, was ich jetzt sage, oh, das will ich unbedingt verspeisen. Kann die Katze haben. So, wo gehen wir hier eigentlich hin? Ich meine, wir sollen ja einen Schatz besorgen, das ist klar. Aber wie und wo genau? Ah, jetzt habe ich rausgeklickt. So. Es hätte beinahe mein Tod sein können. Wenn du einfach mal rausklickst, ne? Und ich muss mich schon wieder heilen. Ich glaube, ich muss gleich nach oben und Heiltränke kaufen. Weil wir haben zwar 6 wieder von den ganz großen, aber... Ja, die sind auch schneller weg, als man gucken kann. Hebe ich mir jetzt einfach mal ein bisschen was auf. Ist ja gut. Okay, es sind alle tot. Tot, tot, tot sind alle meine Gegner. Noch mehr von den Drachen. Sie sind überall, sie sind überall. So. Ob wir jemals wieder rauskommen? Also außer natürlich stadtportalmäßig oder sowas. Ich meine, ob wir hier durchkommen. Den Schatz finden. Ich hab keine Ahnung. Vor allem, es gibt hier noch eine weitere Ebene. Wupptidu, bevor wir dann den Schatz finden, den wir suchen für die Quest. Oh Gott. Ich verstehe gar nicht warum. Ah, wieder rausgeklickt. Nein! So. Ja, ist mir aufgefallen. So, ich brauche ein Stadtportal. Hilft ja alles nichts. Aber die Null bitte. Was? Was? Wollt ihr mich verarschen? Warum kann ich das denn nicht casten? Das ist jetzt aber doof. Liegt das daran, dass wir hier auf so einer speziellen Quest-Ebene sind oder was? Hm.
Das war beinahe knapp. Okay. Okay, irgendwie habe ich sie hier hinten getötet. Das ist okay. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich meine, es kommt nichts mehr aus dem Portal raus, das ist schon mal gut. Aber trotzdem. Das geht ja so nicht. Immer schön heilen hier mit der 5. Immer schön heilen. Oh Gott. Hallo, Herr Drache. Ich muss sie leider töten. Ich weiß, es kommt jetzt überraschend, aber ist wirklich so. So, kann ich eine Town Portal Scroll benutzen? Auch nicht. Okay. Das heißt, ich kann jetzt wirklich nicht auf dem Weg hier raus. Ist ja bedauerlich. Ne, kann das Ganze ja noch ein bisschen länger dauern hier. Okay. Oh Gott. Ich hasse es, ne, auf Treppen hier mein Spell zu casten, weil geht nicht. Oder selten. Yeah. Oh Gott, jetzt macht er den Giftcaster gegen, zum Glück gegen die Ecke. Die Ecke mit was drin. Boah. Gut, dass mich das nicht so gut getroffen hat. Weil wir schon mehrfach jetzt gesehen, wie dieses Gift mich einfach umhaut. Das ist einfach umwerfendes Gift. Ja, du hast einen ganz neuen Blitz. Lass deinen Blitz mal, wo er hingehört. Oh Gott. Ich werde so sterben. Aber dann kann ich in der Stadt wenigstens wieder Heiltränke kaufen. Hey! Hat auch seine Vorteile. Katze kann mal eben schnell hier den Schrott haben. Meinetwegen auch die Spells hier. Ja. Brauche ich jetzt nicht so wirklich. Alles weg. Alles so unbedeutend, einfach nur. Ja. Dann kann die Katze hier noch was zu essen haben. Zack. Und kann mal in die Stadt. Your pet has departed. Nachher heule ich wieder rum, ne? Weil wegen. Ich sterbe und hätte dann doch gleich selber verkaufen können. Aber nö. Ja. Hab mir mal eben so das ganze Leben abgezogen, oder was? Oh Gott. Ja, okay. Sag ich doch. Sag ich doch. Jetzt in dem Moment, wo die Katze auch wieder gekommen wäre. Na egal. Dann kaufen wir halt mal noch ein paar mehr Heiltränke. Auch nur so ein paar. Wir brauchen nur 150. Mama, jetzt übertreibst du aber. Nein, tue ich nicht. So. Bye bye. Und dann gehen wir da wieder rein. Yay, Party! Oh Gott. Kann sich ja nur um Stunden handeln.
Oder auch Tage, Wochen, Jahre, ich weiß es nicht. Ist alles nur, weil ich hier so einen beknatterten Schatz holen soll. Ich hätte gerne wieder unterlevelte Gegner. Die waren toll. Kann ich einfach in die erste Dungeon-Ebene zurück? Alles wieder okay? Nein? Okay. So, wir gehen mal hier erstmal einen alternativen Weg. Weil ich so befürchte, dass ich sonst hier so ein bisschen auf was verpasse. Aber hey, ich habe jetzt vorhin ohne Heiltrank relativ lange überlebt, ne? Nur mit dem Heal und sowas. Bin ich nicht von mir gewohnt. Und jetzt habe ich Heiltränke und ich sterbe immer noch in Massen. Es ist so ein Traum. Ich habe auch kaum noch Gold, das ist noch besser. Da brauche ich auch nichts mehr gamblen und sowas. Das ist hinüber. Da ist nichts mehr zu holen. Naja, was soll's. So. Guten Tag. Okay, diesmal habe ich das Gift einigermaßen abwehren können. Ja, ich weiß, ich hatte die großen Heiltränke noch dabei, aber die will ich mir, wie gesagt, aufheben. Warum denn, Mammut? Weil das so ist. Weil ich das für eine gute Idee halte. So. Guten Tag. Ich bin neu hier. Einfach mal reinhalten. Mal schauen, was da rumkommt. Kann nur in die Hose gehen. Oh Gott. Sind sie tot? Ich glaube ja. So, einmal hier ein Heal für die Katze. Und dann können wir jetzt unseren Weg weitergehen, weil, ne, da war jetzt tatsächlich nicht so viel zu holen, außer Erfahrungspunkte. Aber die Erfahrungspunkte, die sollen sich auch lohnen, ne? Weil wir sind ja so derbe schwach, dass wir halt das irgendwie durch die Level wieder ausgleichen müssen. Wobei die Gegner sich ja unserem Level anpassen. Aber, ne, vielleicht kann ich hier dann irgendwas skillen, was uns wirklich hilft. Das ist immer dann so meine Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt und so ein Dreck, ne? Ja. So wurde angekratzt, erstmal ein Heiltrank. Oh Gott. Kommt da so eine Armee kleiner Skelette hervor? Ja, hab ich gesehen. Guten Tag. Yay, es hat tot, yay. So, das heißt, das hier haben wir jetzt auch erkundet. Zumindest die Ecke da, wo ich vorhin gestorben bin. Das heißt, es kann eigentlich nur noch hier lang gehen. Eigentlich. Guten Tag. Was mache ich eigentlich hier schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Ja, zu viel Schaden. Das war einfach nur doof von mir. Weißt du, und wenn du da halt schon mitkriegst, wie doof du eigentlich bist, weißt du, das tut schon weh. Naja, was soll's.